Blau-Weiß-Linz hat beim Auftaktspiel der Frühjahrsmeisterschaft eine 0:1 Auswärtsniederlage gegen Klagenfurt einstecken müssen. Beim ersten Heimspiel soll nun ein Sieg gegen den am zweiten Tabellenrang liegenden SV Bad Aussee wichtige Punkte bringen. Blau-Weiß-Trainer Samir Hasanovic muss auch in dieser Begegnung auf den verletzten Goalgetter Dario Jelcic verzichten. Die Königsblauen zeigen aber dennoch Kampfeslust und beginnen die Begegnung mit dem Tabellenzweiten sehr offensiv. In den ersten 25 Spielminuten kommen die Gäste aus Bad Aussee zu keiner einzigen nennenswerten Chance. Ganz anders sieht es bei den Hausherren aus. Sie dominieren und machen Druck. Bei diesem Eckball kann Julic seine Chance nicht verwerten und es bleibt beim 0:0. Wir sind nun in Minute 26 und der erste Angriff der Gäste kommt den Hausherren teuer zu stehen. Schimpel verletzt sich ohne Fremdverschulden bei diesem Abwehrversuch. Für ihn kommt Alper Sivrikaya ins Spiel. Bad Aussee scheint bei dieser Aktion förmlich erwacht zu sein, denn von nun an wird Andreas Michel im Tor der Blau-Weißen von den Gästen laufend beschäftigt. Je näher die Halbzeit rückt, desto seltener werden Aktionen wie diese, bei der der Ball die Latte streift. Kurz vor Seitenwechsel noch ein Lapsus der blau-weißen Abwehr. Sivrikaya will den Ball nach vorne schlagen, schießt dabei aber Stiegler an und der Ball rollt knapp neben das Gehäuse von Andreas Michel. Dennoch bleibt's beim Pausenstand von 0:0. In der zweiten Spielhälfte attackieren sich die Gäste aus Bad Aussee nach diesem Eckstoß schon gegenseitig. Gelb sieht ein fast unbeteiligter Blau-Weißer, nämlich Damir Djulic, der zu Recht sehr verwundert über diese Entscheidung von Schiedsrichter Welz ist. Blau-Weiß macht weiter Druck, doch der Ball will einfach nicht in die Maschen. So geht auch dieser Schuss nur knapp am Tor der Gäste vorbei. Ob Pech, Unsicherheit oder doch schon fast spielerisches Unvermögen, die vernebelten Chancen der Königsblauen kann man nicht mehr nur auf einen Zufall zurückführen. So geht auch diese Möglichkeit von Djulic über die Querlatte. Dank einer hervorragenden Leistung von Andreas Michel im Tor der Blau-Weißen steht es immer noch 0:0. Auch bei diesem Schuss kann Michel retten. In der 82. Spielminute muss sich aber dann auch der in Topform spielende Torhüter der Hausherren geschlagen geben. Daniel Reiter verwandelt zum 1:0 für Bad Aussee. Zwei Minuten später ist es Thomas Rabel, der Michel abermals bezwingt und zum Endstand von 2:0 für Bad Aussee einschießt. Wir haben wie letzte Woche keinen Sturm, muss ich sagen. Unser Mittelfeld spielt keine Chancen außer und wir standen eigentlich hinten recht gut. Und gut, ich habe halt gehalten, was gegangen ist, aber irgendwann einmal trifft halt einmal einer wieder wie der Sonntagsschuss drinnen. Bis dann so hinten, wenn du es vorne nicht machst, verlierst du über die. Teilweise haben wir gut gespielt, wir haben Spiel diktiert und wir haben selber durch unsere Fehler Gegner stark gemacht. Und wir haben sowieso zweite Halbzeit eine Riesenchance bei Stand 0:0. Wir haben nichts gemacht und leider, wir haben gekriegt Tor und dann, wir haben gekriegt gleich zweite und dann ist schon Thema erledigt. Ja, das Problem ist auch, dass Dario Jelcic verletzt ist, unser Topstürmer, der was die meisten Tore bei uns schießt. Und ohne ihn haben wir, glaube ich, jetzt noch überhaupt kein Tor. Wir haben beide Partien zu Null verloren und ja, da fehlen mir die Worte. Dario Jelcic fehlt sicher. Wenn er ist Tor in zwei Spiele, er schießt sicher ein, zwei Tore. Mit wann kann man rechnen, dass er wieder zurückkommt? Wann rechnest du damit, dass vorne wieder mehr Dampf in den Sturm kommt? Ja, wir haben mit Oberarzt Herr Kastner geredet. Er sagt, dass wenn in St. André nicht dabei, dann nächstes Spiel sicher.